Salve zusammen, hier ist Christian, wir haben den 30. April, es ist 17.28 Uhr, wenn ich den Film anfange. Der DAX tickert noch ein bisschen, im Moment bei 15.162. Das ist hier eine ganz, ganz heiße Geschichte. Das ist der Chart seit November letzten Jahres, ja, das war dann hier die BioNTech-Geschichte, dass da was gefunden wurde. Jetzt mache ich den mal größer. Normalerweise male ich nicht so viel im Chart rum, aber ich musste das Ding hier reinmachen. Auf den ersten Blick. Und deswegen habe ich also auch die Bänder hier, ich glaube, das ist blau gemacht, dass man es besser sieht. Wir haben hier drei Punkte, die in so eine Art Bereich kommen. Aber eins nach dem anderen. Wir haben hier den Aufwärtstrend. Den haben wir gestern gesehen, gestern am Donnerstag gesehen, so bei 15.088 rund. Das war der Aufwärtstrend und das war auch das 38er, fast eine Punktlandung. Jetzt passieren heute verschiedene Dinge. A, die Bänder sind nach wie vor sehr eng. Ja, da sind wir also bei 15.077 zu 15.414, 337 Punkte. Das ist super eng. Irgendwas steht da bevor. Dann drehen, das ist für Daytrader nicht so interessant, aber für Endanleger dreht der kurze gleitende Durchschnitt 10 durch den 20er nach unten. Wird allgemein als negativ erachtet. Lass ich auch noch gelten. Aber hier kommt's. Ich vergesse jetzt mal diesen Trend. Wenn wir den jetzt mal kurz unterbieten, ist das nicht so schlimm. Aber wenn wir unter diesen Punkt gehen, was das 38,2er ist bei 15.088, direkt gefolgt von diesem kleinen Doppelboden hier, da sind wir bei 15.071 und dazwischen liegt, oder vielmehr, je nachdem, welche Einstellung man hat, liegt das untere Bollinger Band bei 15.077. Das ist also dieser ganze Klüngel hier. Wenn wir den ersten nehmen oder den zweiten, ist noch nicht alles verloren. Aber wenn wir, sagen wir mit einer Stundenkerze, unter 15.071 schließen, muss ich davon ausgehen, dass wir auf das 61er Retracement von dieser Bewegung hier, das war das Ende März, hoch bis zu dem All-Time-High, dass wir dann auf diesen Punkt hier gehen, dass das 61er bei, ich rechne es bei 14.834. Da ist nämlich auch noch ein Gap bei 14.817, das ist das vom 29.03. Also dann besteht da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da runtergehen. Ja, also da muss man höllisch aufpassen. Frankreich sieht genauso aus. Cacaron, da habe ich mir auch angeschaut, sieht fast identisch aus. Von MACD her negativ. Sowohl über traditionelle hier, als auch über moderne Sichtweise. Stochastik ohne neues Signal weiter negativ. Ich mache es mal ein bisschen näher ran, also so ran, dass man das schöner sehen kann. Ich bin der Meinung, dass wir erst dann Entwarnung bekommen, wenn wir diesen Bereich hier oben rausnehmen. Da sind wir so bei 15.356. Im Moment ist der angeschossen. Ja, der ist schlicht angeschossen und eine blöde Nachricht und der säuft hier durch. Und dann sind es halt die Leute, die auf die Fibos achten, die Leute, die auf die Bänder achten, die Leute, die auf die Doppelböden achten, also die Reihenchartisten. Dann sind es drei Gruppen und das ist viel. Da kann also einiges passieren. Also auf jeden Fall aufpassen. Ich habe einen Call. Diesen Call muss ich aber hier drunter setzen, unter dieses 61er. Das ist dieser hier, den ich mir ausgesucht habe. 14.600, ich runde leicht, 65. Das ist ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH3XZ5. 14.664, da sind wir ungefähr hier. Der kommt aber bei mir erst dann in Frage, wenn wir dieses Niveau hier, wie eben besprochen, bei 15.356 mit Schlusskurs überboten haben. Vorher nicht. Ich halte da nicht die Hand auf. Das ist mir einfach zu gefährlich. Beim Put scheint es mir ein bisschen einfacher zu sein. Und zwar, jetzt muss ich schauen, ich muss hier auf unlimitiert gehen, weil ich mag lieber die unlimitierten Scheine. Das war dieser hier. 15.672, da sind wir also ungefähr hier. Da hätten wir auch genügend Zeit, falls wir wirklich hier durchgehen. Und das kann eine Initialzündung sein, das Ding hier irgendwo am oberen Band zu schließen. 15.672, das ist die GB9BFL. Gustav Bertha 9, Bertha Friedrich Ludwig. Also ich glaube, da stehen uns ein paar ganz spannende Tage bevor mit relativ viel Bewegung. Ja, und ich wünsche euch dabei ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.